Umgang mit eigenen Lastern. Laster ist das Gegenteil von einer Tugend. Und es gibt verschiedene Laster, die du haben kannst. Man kann sagen, es gibt Laster im Verhalten und es gibt Laster in den Emotionen und in den Persönlichkeitseigenschaften. Man kann unter den Lastern im Verhalten auch sprechen von äußeren Lastern und größeren und ja, auch Lastern im Umgang mit anderen Menschen. Man kann sagen, man spricht heute von Laster, wenn man Schokolade isst oder wenn man Ungesundes isst. Im Yoga würden wir das noch etwas weiter fassen. Yoga empfiehlt kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, ich empfehle auch vegan, keine Milchprodukte und insgesamt nicht zu viel Zucker, nicht zu viel Fett, viel Rohkost, viel Gemüse, viel Salate, viel Obst, Vollkorn, Getreide und Hülsenfrüchte und so weiter. Wenn du jetzt dagegen verstößt, dann wäre das ein Laster in meinen Augen. Und da wäre mein Tipp, lerne es, gesund dich zu ernähren. Es rentiert sich, es ist es wert. Mach dir einen Vorsatz. Und natürlich auch zum Yoga gehört auch kein Alkohol und keine Zigarette. Auch hier wäre der Vorsatz, naja, lerne davon loszukommen. Aber der Mensch hat auch das Bedürfnis, kleine Laster zu haben. Der Mensch will auch manchmal ein gewisses, ja, über die Stränge schlagen. Und so empfehle ich immer, es ist gut, eine, ja, zu sagen, das unter keinen Umständen und beim anderen bin ich etwas flexibel. So könntest du sagen, ich bin Veganer und gesund, Vollkorn, kein Zucker und ab und zu mal ein veganes Eis, ab und zu mal eine vegane Süßigkeit, ab und zu mal, vielleicht auch mal eine Pommes, ist ganz okay. In diesem Sinne, kleine Laster sind okay, Mensch braucht auch so etwas. Letztlich hält es ihn auch etwas demütig, aber bei anderen sei konsequent. Gut, dann gibt es natürlich noch ganz andere Laster, die man haben kann. Und hier ist durchaus meine Empfehlung, habe hohe ethische Standards und halte dich daran. Und auch hier gilt es wieder, bestimmte Dinge solltest du so fassen, daran hältst du dich, was auch immer kommt. Und bei anderen Dingen weißt du, das sind die hohen Ideale, aber manchmal werde ich denen nicht gerecht werden können. Du kannst zum Beispiel sagen, ich werde niemals einem Menschen physisches Leid zukommen lassen. Vielleicht mit der einen Ausnahme, Selbstverteidigung und physische oder jemand anders zu verteidigen, der physisch angegriffen wird. Aber, und ich bemühe mich, nicht ärgerlich zu sein, keine bösen Worte zu sprechen. Und du weißt, ab und zu mal gelingt es mir vielleicht nicht. Also, du kannst so mit Lastern umgehen, dass du sagst, bestimmte Dinge unter keinen Umständen. Aber andere wirst du dich bemühen und du weißt, nicht immer wird es dir gelingen. Wie kannst du aber umgehen, wenn selbst die großen und die wichtigen Dinge du nicht schaffen kannst? Dort würde man sagen, erstmal bewusst machen, hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier bin ich den Ansprüchen nicht gerecht geworden. Eventuell, falls es jemand anders betroffen hast, bitte um Entschuldigung. Ansonsten bete zu Gott, sprich zu Gott, sprich dein Bedauern aus. Und bitte Gott um Hilfe und sage, oh Gott, ich versuche seit so und so vielen Jahren von diesem Laster loszuwerden. Ich krieg's allein nicht hin. Bitte hilf mir. Bei manchen Lastern ist es auch notwendig, dass du mal jemanden fragst, der etwas mehr weiß als du. Spirituelle Menschen können dir spirituelle Kraft geben, das hilft manchmal. Bei manchen hilft eine Therapie. Und in jedem Fall hilft es, Yoga zu üben und zu meditieren. Wenn du Yoga übst und meditierst, bekommst du Kraft, spirituelle Kraft, Lichtenergie. Es wird dir leichter fallen, Laster nicht zum Opfer zu fallen, an deinen negativen Eigenschaften zu arbeiten, positive Gewohnheiten zu entwickeln. Man weiß auch, wer Yoga und Meditation übt, der mag mehr das, was gut ist. Fast jeder Mensch, der mit Hatha-Yoga beginnt, insbesondere klassischem Hatha-Yoga mit Entspannung, Atmung, Bewusstheit, Tiefenentspannung
flachen und statisch gehaltenen Asanas, fast jeder wird etwas gesünder auch sonst leben. Daher, Yoga-Übung kann helfen, von vielen Lastern loszukommen. Das waren jetzt nur ein paar Anregungen zum Thema Laster und Yoga oder Umgang mit eigenen Lastern. Yoga-Übung, also erstmal hohe Ideale zu haben, zwei Trennlinien oder Grenzlinien zu haben, das eine, was du dich 100% anhalten wirst und anderes, wo du auch mal über die Stränge schlagen wirst. Zweitens, Gott darbringen. Drittens, Hilfe von anderen erbitten. Und viertens natürlich, selbst überlegen, wie kannst du deine eigenen Laster überwinden.